So. Nee, der andere Kolben soll ich aktivieren. Kolben, aktivier dich! Ah, jetzt! Ja, Mann, Freunde, das... Der ist jetzt oben. Und die Tür ist offen. Boah, Freunde! Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute, wie man unschwer erkennen kann, spielen wir die gute alte Map Entkomme. Und das ist eine gemoddete Map auf der PlayStation, die ich mir dachte, einfach mal anzuschauen, wie das Ganze hier funktioniert. Es ist eine Rätselmap und ich habe mal vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen im Community-Tab gefragt, was ihr denn eher sehen wollt, eine neue Adventure-Map, die ich dann Let's Play über mehrere Folgen oder dass ich einfach mal hier und da so coole Maps wie heute in einer Folge durchzocke und dann irgendwie Rätsel löse oder sowas wie Dropper oder allgemein mehr Minigames mit der Community einfach mal aufnehme. Und die Mehrheit war natürlich für solche Folgen wie heute. Und wenn ihr öfter solche gemoddeten Maps sehen wollt, ich packe auch immer die Download-Links und so weiter in die Beschreibung, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich sehr freuen. Oder schreibt es in die Kommentare. Und heute spielen wir, wie gesagt, die Map Entkomme. Da muss man halt Rätsel lösen in Räumen, in denen man eingesperrt ist. Und da muss man dann halt rauskommen in die nächsten Räume. Und irgendwann ist man dann am Ende angelangt. Und ich dachte mir, dass es vielleicht cool wäre, wenn wir das heute machen würden. Und ja, wir haben hier Regeln, die ich gerade eben schon gesehen habe. Auf Friedlich habe ich mittlerweile, glaube ich, schon gestellt. Ja, genau, habe ich schon gemacht. Auf dem Abenteuermodus, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ja doch, auf Abenteuermodus haben wir auch. Und klassisches Crafting ist auch schon aktiviert. Der Gaming Guides hat sich auf jeden Fall vorbereitet. Was ist denn das? Reglös. Pacifique. Aventure. Artisanat Classique. Ich glaube, das ist Französisch, oder? Ah, ist klar, das habe ich eben gar nicht gesehen, Alter. What the fuck? Ja, die Map Entkomme, Freunde, ich habe schon viel zu viel rumgequatscht. Wir gehen jetzt einfach mal durch dieses Enderportal. Wie gesagt, die Map ist gemoddet. Download-Link findet ihr für alle Versionen unter der Beschreibung. Und wir spielen mit dem schönen Natur-Texture-Pack. Ihr könnt ja mal Wunsch-Texture-Packs in die Kommentare schreiben, in welchem wir die nächste Map spielen sollen. Und die meistgelikte oder das meistgelikte Kommentar, das wird dann gewinnen. Und hier sind Huch! Die kann man ja rausnehmen. Ach so, ja, stimmt. Okay. Ja, der Gaming Guides Pro ist mal wieder am Start. Okay, wir sind im ersten Raum angekommen. Wie gesagt, der Kommentar mit den meisten Likes mit dem Texture Pack, der... Da war eine Truhe. Der wird ausgewählt. Wie komm ich denn jetzt da dran, Alter? Wow, wir kriegen einen Stock. Eichenholzbretter viermal, Pflasterstein und eine Schallplatte namens Stahl. Oder Stahl. Alles klar. Mann, ich sehe meine Inventarliste gar nicht wegen meinem Mikrofon. Da muss ich jetzt mal drüber gucken. Ich habe wieder ein bisschen umgekramt. Der steht mein Fernseher... Donald, Alter, Freunde, das machen wir mal kurz aus. Er steht wieder alles auf meinen Tisch drauf. Das hatte ich mal eine Zeit lang anders, aber das konnte ich ja gar nicht wissen. So, ist hier denn sonst doch irgendwas? Nehmen wir den Busch mit? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er helfen wird. So. Wir haben Pflasterstein, Eichenholzbretter und einen Stock. Vier Pflastersteine. Ich schätze mal, dass wir uns damit die jute alte Werkbank craften müssen. Und dann knallen wir die nochmal hin. Wir knallen jetzt einfach mal hier hin. Und dann ein Schalt. Moment, ich hätte gar nicht die Werkbank gebraucht, oder? Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ich hoffe, dass wir die Bretter nicht für irgendwas anderes brauchen. Verdammt. Okay, erstes Rätsel gelöst, Freunde. Das geht ja ruckzuck, Freunde. Das kann ja was werden. Ja, Redstone-Leitungen, da sollte ich eigentlich weniger Probleme haben, weil ich damit eigentlich viel Erfahrung habe. What the fuck? Also der hat jetzt eine Sticky-Piste, der hat jetzt den Block da unten hochgezogen, habe ich das verstanden. Von da kommt das Signal, das wird dann weitergegeben. Aber hier ist ja nichts. Also hier muss irgendetwas hin. Was passiert, wenn wir hier drauf gehen? Der zieht den zurück, aber das ist auch noch einer. Den hatten wir noch nicht. Okay, der aktiviert das Signal. Der hat den da unten hochgeholt. Aber was ist hiermit? So. Nee, der andere Kolben soll ich aktivieren. Kolben, aktivier dich! Ah, jetzt! Ja, Mann, Freunde, das... Der ist jetzt oben. Und die Tür ist offen. Boah, Freunde, das war ja easy peasy. Wenn das so weitergeht, Freunde, dann machen wir das hier in Ruckzuck. Rucke die Zuckzuck durch. Okay, wieder eine Truhe. Ein Pflasterstein und eine erneute Schallplatte. Die Ward, okay. Ich denke mal, die Schallplatten sind eher so ein kleines Extra oder sowas. Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass wir die brauchen. Wir haben einen Ofen mit einer Druckplatte. Können wir den vielleicht da drauf werfen und dann... Passiert nichts. Ah, das ist eine Steindruckplatte. Das funktioniert, glaube ich, gar nicht, oder? Nur bei Holzdruckplatten kann man Sachen drauf werfen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht auswendig. Wieder eine Werkbank, was zum Craften. Hier ist eine Truhe. Spinnennetz, was wir nicht abbauen können. Wir können auch nicht mehr zurück. Müssen wir vielleicht... Ah, verdammt. Kohle. Ah, und jetzt sollen wir den Block... Warum? Warum sollten wir Pflasterstein verbrennen? Da kommt ja nur normaler Stein raus. Sollen wir uns etwa einen Knopf craften, Freunde? Das kann natürlich gut sein. Hey, mit dem Natur-Texture-Pack sieht der Stein aus wie ein Pflasterstein, Mann. Holy shit. Schalter.
Ich denke mal, das war gewollt. Ich hoffe es. Eine Treppe, hier ist wieder Spinnennetz. Ist hier irgendwas hinter? Eine Truhe. Alles klar, Freunde, es geht. Oh, Hebel. Wir kriegen schon einen Hebel. Und die nächste Schallplatte. Mall. Alles klar, Freunde. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt schon war. War das jetzt schon das Rätsel dieser. Anscheinend schon. Also durch diese Tür kommen wir mit dem Hebel. Aber ist auch noch eine Truhe. Die Schallplatte ist Red. 4 Stück haben wir schon. Okay, ich glaube, das ist kein Extra. Dass wir die echt brauchen. Dann machen wir den mal hier hin. Zack. Da sind Dispenser. Und da ist die Türe. Okay, das ist wieder so ein Raum, Freunde, der sagt einem einfach gar nichts, weil ja alles voller Holz ist und 2 Fackelchen, 1 Dispenser. Brauchen wir vielleicht den Schalter irgendwie? Und müssen den dann auslösen? Oh, wir haben ihn bekommen. Alter, Freunde, ich habe gerade schon Paranoia geschoben. Aber da ist ja auch gar nichts drin, was soll denn da rauskommen? Okay, nein! Oh, Gott sei Dank können wir nur noch abbauen. War das jetzt gewollt? Das ändert jetzt aber nichts, oder? Hä? Wieso bleibt die Tür auf? Nee, wir hätten die Schallplatten nach rein tun müssen. Freunde, ich hab voll gescheatet gerade. Das war aber nicht gewollt. Alles klar. Ach, das sind die Jukeboxes. Jetzt brauchen wir die Schallplatten wieder natürlich. Da, ach, ja, dachte ich mir schon. Okay. Dann müssen wir ein bisschen... Kommen wir da noch dran? Oh ja, Freunde. Den Schalter, den werfe ich jetzt einfach mal weg, weil wir den eigentlich gar nicht mehr haben dürften. Es tut mir leid, Freunde. Das war nicht geplant. Das ist ja jetzt eigentlich offensichtlich, was wir hier machen müssen. Wir haben 4 Schallplatten, 4... Boxen, alles klar. Dann schnell da durch. Oh, hier sind ich hoffe jetzt nicht, dass es schon das Ende ist. Hoffen wir es mal mit. Wir gehen mal durch. Okay, der nächste Raum. Ein paar Blumen. Schwarze Texturen, keine Ahnung. Eine neue Jukebox. Wo Eisenbarer rauskommen. What the fuck? Okay, ich habe da jetzt einfach mal drauf geklickt. Was soll das hier sein? Da sieht man noch eine Truhe. Da haben wir einen Pflasterstein. Okay. Ist da vielleicht noch eine irgendwo? Ne, die hatten wir. Hier ist eine Werkbank. Und ein Stick. Wir könnten uns theoretisch wieder einen Schalter machen. Was wir auch, denke ich mal, machen sollen. Das Bild, das ist natürlich immer verdächtig, Freunde. Bilder bei Adventure Maps, da ist immer irgendwas falsch. Da habe ich doch gesagt, Freunde. Noch eine Eisenbarre. Könnten uns jetzt auch... Ne, ein Schwert. Doch, ein Schwert können wir uns schon craften. Aber ich denke mal nicht, dass das bei einer Rätselmap gewollt ist, dass wir uns ein... Schwert craften. Ich mache erstmal den Schalter. Dafür brauchen wir ja nicht die Werkbank und den knall ich jetzt einfach mal hier und zack. Dann haben wir einen Schalter. Knallen den hier mal auf den Block drauf und dann können wir durchgehen. Hier ist auch ein Schalter. Warum ist hier ein Schalter? Der nichts macht. Der hätte die Tür theoretisch nochmal auf und zu machen können. Hier ist Wasser, aber auch nichts drin versteckt. Okay, ganz viele Banner, da sind bestimmt irgendwelche Truhen hinter oder sonst irgendwas. Komm, ich weiß es doch. Okay. Da ist einfach gar nichts hinter. Alles klar, Blumen, Blumen, Blumen. Aber hier geht's ja noch weiter. Mal schauen. 3 Kessel. Da ist kein Wasser drin, da ist kein Wasser drin, aber hier ist Wasser drin. Warum ist hier Wasser drin? Ach, wir haben 2 Eisenbarren. Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass wir, einen Eimer brauchen. Aber wo kriegen wir jetzt eine 3. Eisenbarre her? Eine Truhe, als ob da oben noch eine Truhe ist. Ey, da gucke ich eigentlich nie im Leben hin. Ich würde doch nicht an die Decke gucken, um dann eine Truhe zu finden. Vor allem ist das so dunkel alles bei mir auf dem Bildschirm. Ja, moin, moin. War denn nicht auch eine Werkbank? Ja, genau, komm. Dann machen wir uns mal schnell einen Eimer. Zack, dann haben wir den auch schon. Und dann schätze ich mal, dass wir die anderen irgendwie befüllen müssen. Damit die Türe da sich öffnet. Ja, genau, okay. Wir brauchen noch einen. Verdammt. So. Wie der? Achso, vielleicht müssen wir den anderen noch voll machen. Das kann natürlich auch sein. Da war ja nur halbes Wasser drin. Okay. Oder müssen die alle leer sein? Das kann natürlich auch sein, dass ich das komplett falsch gemacht habe gerade. Freunde, was passiert hier gerade? Ach so, okay. Die mussten anscheinend alle leer sein. Ich habe sie alle befüllt. Fand ich logischer. Okay, weiter geht's, Freunde. Oh Mann. Jetzt werden wir wieder teleportiert. Da sind die Drachenköpfe. 2 Designs an der Decke. Da oben habe ich schon eine Truhe gesehen. Ganz viele Öfen. 2 Schalter. Womit nichts passiert. Nehmen wir noch auf. Ich hoffe es.
Okay, hier ist wieder die schwarze Textur. Die schwarze Textur des Todes, Freunde, sage ich euch. Nee, hier ist aber nichts. Da sieht man schon was, dass da was ist. Zwei Eichenholzbretter. Okay, wofür? Ist hier noch irgendwas? Nein. Da ist Lava, hier ist eine Ender-Chest, aber auch nichts drin. Können wir da irgendwas reintun vielleicht? Und dann passiert was. Ich tue mal gerade den Masterheimer rein. Nee, okay. Alles klar, die Knöpfe haben nichts gemacht. Wir gucken jetzt mal sofort in die Öfen rein. Hier ist ein Slime-Block. Warum ist hier ein Slime-Block? Alles klar. Hm. Ach, da sind noch Holzbretter. Alles klar, jetzt haben wir 4, 6. Warum haben wir so viele Holzbretter? Ja, jetzt kann ich da nicht dran. Wegen dem Spinnennetz. Okay, hier ist Wasser. Ah, da unten ist auch noch etwas. Eine Leiter. Okay, dann gucken wir erstmal, ob wir oben an die Truhe rankommen. Mithilfe des Wassers irgendwie. Komm, das schaffen wir. Oh nein, du lässt das nicht offen, weil wir wieder runterfallen. Ah, okay, dann müssen wir mal kurz die Leiter missbrauchen. Platziere sie. Oh, und schnell wieder hoch. Dann können wir uns mal kurz auf die Kante stellen und dann... Verdammt. Warum haben wir 8 Eichenholzbretter? Ich bin eigentlich schon fast geneigt, in die Lava da reinzuspringen. Weil da drunter bestimmt in irgendeiner Weise Lava. Wasser ist nicht Lava. Alles klar. Soll ich mal irgendwas da reinwerfen? Ich hoffe, die Leiter brauchten wir nicht wieder. Das wäre jetzt blöd gewesen. Ich will nicht da reinspringen. Haben wir Inventar behalten an, dann probieren wir das mal aus. Und mein Spawnpoint setze ich mal wieder nach hier. Oder ich mach's mal bei mir selber. Ich weiß es nicht. Oh, das ist eine Druckplatte. What the fuck? Hä? Wie soll man das denn schaffen? Wir müssen... Die Truhe? Wie hat Stier denn jetzt geöffnet? Ja, lol. Das sollte man jetzt machen. Man musste sterben. Aber warum haben wir 8 Eichenholzbretter bekommen? Mal gerade was ausprobieren. Wir machen... Oder ist hier eine Werkbank irgendwo? Hier ist keine Werkbank. Okay, ich will mal gerade was ausprobieren. Was natürlich auch der legale Weg hätte sein können. Wenn wir uns jetzt eine Werkbank craften... Machen wir mal kurz hier... 4 Sticks. Warte, ich muss mal gerade rechnen, ob was hochkommt. Weil man kann die Druckplatte ja nicht mit einem Item aktivieren, was man da reinwirft. Jetzt haben wir noch 2 übrig. Das kommt sogar genau hin. Wie viel brauchen wir für eine Angel? Freunde, das kommt ja genau hin. Oder brauchen wir... Wir brauchen 3. Oder... Angel? Wie craftet man nochmal eine Angel, Freunde? Deswegen ist klassisches Crafting an. So. Und dann so. Oh, wenn nur 2 gebraucht, okay. Jetzt will ich mal gerne wissen, wo ist die Angel? Ich sehe sie gar nicht. Habt ihr es gehört? Irgendwas ist aufgegangen. So hätte das funktioniert. Ach, als ob. Alles klar, Freunde. Ey, Mann, wir machen immer den unlegalen, sage ich schon, illegalen Weg. Egal. Es geht ja weiter. So ist es ja. Och nö, bitte nicht ein Labyrinth, Mann. Freunde. Nö. Ja, die, die mich kennen, die wissen, meine Special Skills in solchen Labyrinthen sind einfach on point. Also, ich weiß auch nicht. Ich mag sie nicht, sie mögen mich nicht. Och nö. Das ist mir hier schon viel zu struggelig. Also, das ist mir zu eng. Oh nee, Mann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier geht's auch nicht lang. Ich guck aber mal lieber mehr an die Decke, weil da kann ja auch wieder eine Truhe versteckt sein. Ach du Scheiße, hier geht's hoch. Aha. Okay. Das sieht gut aus. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Wassereimer. Ich schmeiß mal gerade das Spinnen jetzt oder die Fäden weg. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir in der Küche angelangt, oder wie ist das? Hier ist ein Knöpke. Da passiert aber nichts. Huch. Nope. Wie nope? Wir haben einen Zettel mit dem Schriftzug nope bekommen. Ich weiß nicht, ob der wichtig ist. Da oben ist eine Truhe. Wie soll man denn da hinkommen? Ist hier was drin? Oh. Was steht da? Points. Wir haben Points bekommen, okay. Aber warum auch immer. Jetzt habe ich dich nicht gewusst, dass wir hier irgendwie Points sammeln können. Dann hätte ich mich mal ein bisschen besser umgeschaut. In den ein oder anderen Situations. Hä? Warte mal. Wie sollen wir denn da hochkommen? Wir müssen... Ach, warte mal, können wir vielleicht auf die Tür und dann...
Scheiße. Können wir vielleicht auf die Türe, die aussieht wie eine Schokolade und dann... Ha! Freunde, wenn das nicht aussieht wie eine Schokoladentafel, dann weiß ich auch nicht. Hä? Auch nicht. Und mit der? Was? Ach so, vielleicht kommen wir auch so einfach da dran. Oh, ich mach's halt wieder komplizierter, als es überhaupt ist. Egal, was soll mit dem Lava-Eimer? Mit dem Lava-Eimer? Ist hier ein Ofen? Da ist ein Ofen. Lava-Eimer, Stein, Freunde, Genius. Können wir uns wieder einen Knopf craften und dann ab geht die Post, sage ich euch. Pflaster. Wir brauchen ja keine Werkbank. Ich dachte gerade schon, hier ist sogar keine Werkbank, oder? So, wir haben einen Knöpke, einen neuen Schalter und dann geht es weiter. So. Oh, die Tür hat uns noch voll in den Arsch gekickt. Hier ist ein Schalter. Ich weiß nicht, was der bewirkt hat. Die Truhe kann man aufmachen. Es ist hier wieder mega dunkel, also ich sehe mir wieder gar nichts. Ich sehe Zero, Freunde, Zero. Hier ist auch nichts drin. Oh Gott. Ja. Das sieht wieder mal ganz stark aus. Kann ich die... Wo ist sie hin? Ich habe irgendwas gehört. Ein Pisten, glaube ich. Komm, kommen wir von da? Die Türe... Hat die Türe sich gerade geöffnet? Wir sind doch durch das Portal nach hier gekommen, oder? Was können wir mit den Kollegen machen? Tut es nicht. Ja. Ach so, okay. Ich dachte vielleicht wäre hier eine Truhe drin, wo wir noch Points bekommen würden. Ich gucke aber mal in einem anderen Lava-Zeugs hier rein. Komm on! Da war aber noch eins. Moment. Ne, gar nicht. Okay. Dann müssen wir da durch. Zack. Aber hier ist nichts drin. Okay. Ich wollte es eigentlich nur kurz wegkicken. Das Minecart, aber jetzt ist es total. Ja. Da muss man jetzt nicht mehr zu sagen. Komm, das will mit. Wir nehmen das jetzt mit. Komm jetzt mit. Du kommst mit. Vielleicht brauchen wir dich noch. So, können wir das da reinkicken? Nee, schade. Oder? Nee. Okay, wir gehen weiter. Sorry, Freunde. Ja. Wo sind wir jetzt gelandet? Im Schlafzimmer. Okay. Das ist wieder sehr offensichtlich. Boah, Freunde, ich bin ein Genie. Ein Genie. Ich tue mal gerade die ganzen anderen Sachen da wieder rein, damit ich weiß, was wir hier in dem Raum bekommen haben. Um logisch zu denken. Alles klar. Ich um logisch denken. Ja, moin. Warum ist das bei mir so fucking dunkel? Wir haben ein... Ah, okay. Wieder ein Stick und einen weiteren Smaragd oder Points, wie man es dann nennen mag. Boah, es ist so dunkel, Freunde. Ich sehe nothing. Nothing sehe ich. Okay. Zwei Sticks. Habe ich die Helligkeit noch ganz oben? Ohne Scheiß, Freunde. Ich sehe nichts. Ich gucke mal gerade in der Aufnahme. Da sieht man ein bisschen mehr. Das weiß man jetzt natürlich auch nicht. Ich sehe halt einfach so wenig, Freunde. Das glaubt man mir jetzt nicht. Aber ich sehe so wenig. Okay. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Zwei Sticks. Ach, hier ist ja noch eine Truhe. Alles klar, da hat sich das Problem doch auch schon gelöst. Aber warum haben wir zwei Sticks bekommen? Wir brauchen doch nur einen. Vielleicht im nächsten Raum. Deswegen tue ich das mal gerade wieder hier. Zack, okay. Hallo. Ah, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Hilfe. Okay, wir haben nur einen Stick. Und wir sind in der Schneewelt angekommen anscheinend. Ich stehe jetzt gerade nicht. Von da sind wir gekommen gerade wahrscheinlich, oder? Ich will jetzt nicht nochmal da zurückgehen. Ja, ich komme gleich drauf, was wir machen müssen. Das ist doch ganz einfach. Es liegt auf der Hand. Was ist denn da oben? Da ist natürlich nichts. Ist hier irgendwie eine Truhe? Versteckt auch nicht. Das ist auch keine Truhe. Gehen wir gerade hier rein. Da kommen wir aber her. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder da durch. Nein, wir können ja keinen Schnee abbauen. Verdammt. Aber vielleicht ist hier irgendwas drunter. Daraus wird nichts. I don't... Da ist eine Truhe. Das sehe ich doch von hier. Jetzt sehe ich das erst. Kann ich das einfach so abbauen? Kann ich mir einen Stick abbauen? Ich brauche da jetzt nicht eine Axt für, oder? Ach, man kommt von hier dran. Okay, sorry. Sorry, Freunde, das habe ich nicht gesehen. Oh, extra Points. Was ist denn jetzt mit Points? Also ich weiß halt nicht mit den Schwertern, ob wir die jetzt benutzen dürfen. Weil normalerweise...
Okay, wir versuchen es erstmal so. Vielleicht kommt hier ja doch noch irgendwas, weil die habe ich ja noch nicht alle abgebaut hier. Oh, okay. Ich kann ja aber nichts anklicken. War das gewollt? Ich habe keine Ahnung. Aha, eine Werkbank. Wir sollen also buddeln, Freunde. Wir sollen buddeln. Ja, das bringt jetzt nicht viel. Wir haben eine Werkbank bekommen, aber warum haben wir eine Werkbank mit einem Stick? Was will er uns mitteilen, Freunde? Ich weiß es nicht. Wir haben einen Stick. Ihr wisst es bestimmt schon, nur ich nicht. Ja, wie immer. Okay. Da können wir... Alter, was ist das hier? Mit dem Stick kann ich ja auch nicht viel mehr machen. Was willst du von mir? Soll ich ihn da hinwerfen oder wie ist das? Gib mir jetzt bloß wieder. Gib mir den Stick bloß wieder. Verdammte Hacke. Also wir gehen jetzt nochmal hier rein. Haben wir irgendetwas hier... Warum ist denn hier so hell auf einmal? Jetzt sehe ich ja alles. Oh mein Gott. Ein Key? Ach, als ob. Moment mal. Okay, ich frag gar nicht. Ich frag gar nicht, was... Ich glaube, wir haben es wieder falsch gemacht, aber ist ja auch völlig egal. Was habe ich eben bekommen, alles? Ich kann es mir gut denken. Also wir hatten eben zwei Sticks und einen Pflasterstein oder so, um den halbischen Schalter damit gecraftet. Wir hätten uns bestimmt eine Schaufel machen müssen. Ach, Freunde, es ist doch blöd. Oh Gott. Was ist jetzt das für ein Raum? Ich drücke es überall drauf. Aber ich höre nichts. Okay. Und dann ist natürlich auch ein sehr vielversprechender Raum auf jeden Fall. Okay. Da oben ist anscheinend nichts. Da ist nichts. Da. Hä? Boah, was? Was sollen wir hier tun? Oh mein Gott. Freunde, es ist lustig. Ich sage es euch. Es. Aha. Oh, Leitern, okay. Und Points. Wir haben 4 Points. Ich würde gerne wissen, wie viel wir maximal bekommen. 4 Points haben wir. Was nun, Freunde? Wo müssen wir denn hin? Das würde ich jetzt gerne erstmal wissen, bevor ich die Leitern place. Ich versuche mal gerade einfach hier hoch. Und was ist das? Es ist was aufgegangen. Das hat sich super angehört, Freunde. Jawohl. Und wir sind am Ende angelangt. Fin End. Oh, Freunde, wir haben die Escape Map geschafft. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wo ich in eurer Meinung nach gefailt habe. Und ob ihr es dann wusstet, was man da machen sollte. Ich schau mal gerade, was er da geschrieben hat. Merci, d'avoir joué. YouTube, Caspian20, Twitter, Caspian oder 0 Caspian. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ist wahrscheinlich ein Franzose. Thank you for playing. Sehr, sehr gerne. Sehr coole Map, muss ich zugeben. Gemoddete Escape Map oder Entkommen Map. Freut mich auf jeden Fall mega, mal solche Maps zu spielen. Und wenn euch das auch freut, könnt ihr das gerne mit Daumen nach oben zeigen. Oder einfach in die Kommentare schreiben, wie immer. Und auch ein neues Wunsch-Texture-Pack könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Freunde. Und wir sehen uns dann demnächst bestimmt schon in einer neuen Web wieder. Web. Alles klar, in einer neuen Map wieder, Freunde. Bis dahin. Tschüss. Didn't pay my rent today. It's so strange, 'cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up, spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people look at you the strangest.